Viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, hey Luca, ist ja schön und gut, dass du jeden zweiten Tag einen Vlog hochlädst, mach doch aber mal bitte wieder Gaming. Und was wird da besser passen als Five Nights at Freddy's 2? Let's get this party started. Falls ihr Five Nights at Freddy's nicht kennt, das hier ist unser Büro. Wir können hier Licht anmachen an dem Tunnel, wir können an diesem Tunnel hier Licht anmachen und wir können, wenn wir CTRL gedrückt halten, die Taschenlampe anmachen, dann sehen wir nämlich diesen Gang hier vorne. Ich klicke einfach mal auf Mute Call. Die Sache ist bei ich habe jetzt schon Angst. Bei Five Nights at Freddy's geht es darum, dass wir in einer Pizzeria arbeiten und das ist... Scheiße, das ist Teil 2. Habe ich den überhaupt schon mal gespielt? Es sollte aber eigentlich genau das gleiche Prinzip sein. Hier befindet sich gerade niemand. Wir können hier reingucken, dann sehen wir, dass hier drei Personen chillen. Einmal dieses Vieh, dieser Bär und noch diese Ente hier. Wir befinden uns in diesem kleinen Kontrollzentrum und wir müssen hier kontrollieren, dass keines von diesen Tieren hier irgendwie zu uns kommt. Wenn wir hier gucken, die befinden sich noch alle in diesem Raum. Cam 09. Wir befinden uns hier unten. Das ist nervenaufreibend. Die Sache ist, die Tiere können sich nur bewegen, wenn wir gerade nicht auf diesem Raum hier sind. Also wir können auch mal in einen anderen Raum hier gucken oder in den hier und wieder in Cam 09. Ist da einer abgehauen? Entwarnung, es sind noch alle drei von diesen Viechern hier da. Die Sache ist, wir können eigentlich die ganze Zeit in diesem Raum bleiben und uns mit dem Bildschirm, sag ich mal, anschauen, wie diese drei Personen da hinten sitzen. Die Sache ist allerdings, dass das nicht geht, weil wir nicht unendlich Akku haben. Also wir können uns jetzt nicht einfach die ganze Zeit diesen Raum hier angucken. Die Sache ist auch, dass zwischendurch einfach mal ein paar Räume ausfallen. Und man sich die dann einfach nicht mehr angucken kann. Jetzt gerade sieht hier allerdings alles noch relativ cool aus. In Cam 09 ist auch noch jeder da. Das heißt, wir chillen erstmal ein bisschen. Ich hab Angst. Ich hasse Horrorspiele wie die Pest, Freunde. Aber gut, wir sind schon bei 2 a.m. Wir müssen bis 7 Uhr morgens überleben und hoffen, dass uns diese Leute nicht irgendwie kriegen. Also hier ist niemand. Und wenn wir mal rechts gucken, ist hier auch noch niemand. Wir schauen mal hier, es ist so... Nein! 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 Wo bist du? Du kleine, dreckige Hure! Ah! Wo bin ich? Ah! Okay. Der ist zum Glück noch nicht ganz bei uns. Also hier ist dieses komische Vieh. Wenn wir mal in Cam 09... Oh mein Gott! Der zweite ist auch weg! Mann! Ich will nicht aus diesem Screen rausgehen! Please? Ah! Ich... Ah! Da ist jemand! Ach du Scheiße! In meinem Keller liegt eine Leiche! Nein, geh weg! Das ist doch nicht wahr, Leute. Ich kann mir das doch nicht geben. Guck mal, der ist ein Ehrenmann. Der steht da die ganze Zeit rum. Cam 07 ist niemand hier. Steht immer noch der. Die Sache ist, in diesem Tunnel steht dieses komische Vieh. Warum tue ich mir das an? Cam 05 ist niemand. Cam 01 auch nicht. Cam da auch nicht. Da auch nicht. Hier ist der Ehrenmann. Da ist der Ehrenmann. Ich will nicht aus diesem Spiel rausgehen. Nacht Nummer 2, Freunde. Wir gehen mal in den Raum hier ganz hinten und wir bleiben jetzt mal längere Zeit in diesem Raum hier. Die Sache ist, also wir sind jetzt hier seit mehreren Minuten auf diesem Raum. Irgendwie geht unsere Batterie nicht leer. Wir sehen halt hier oben nur Flashlight eingeblendet. Ah! Oh mein Gott. Ist einer weg? Okay, alle sind noch da. Es ist schon 2 Uhr. Ihr seht das, glaube ich, gar nicht so richtig eingeblendet, weil da meine Facecam drüber ist. Aber das ist unser Flashlight-Akku-Stand. Also komplett voll und wir haben gar kein richtiges Energielevel für diesen Monitor, auf den wir die ganze Zeit drauf gucken. Das war bei Five Nights at Freddy's Teil 1 nämlich immer der Fall. Da konnte man sich halt nicht die ganze Zeit auf diesen Monitor stürzen und sich einfach diese Räume anschauen, weil dann irgendwie ja der Akku leer gegangen ist etc. pp. Soll ich jetzt doch irgendwie was machen? Ein paar Sekunden später. Ach du Scheiß! Ja, wow, einer ist weg. Okay, cool, das freut mich. Ist er hier? Ne, ist er hier? Ne, ist er hier? Ne, wo bist du, kleiner Wichser, Alter? Zeig dich! Komm, hast du Eier? Hä? Ah, oh, Ei. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Also hier ist dieser Typ. Ach du Scheiße, sieht der ekelhaft aus. Ich gehe nochmal in die Cam 09 da hinten. Komm, bitte zeig mir, dass dieses komische Vieh noch da ist. Auch abgehauen. Komm, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht spielen. Ich will es, ich will dieses Spiel eigentlich gar nicht spielen. Aber es haben mir so viele Leute in die Kommentare geschrieben von wegen, ey Luca, spiel doch mal wieder ein Horrorspiel. Also gut, na komm, pack ich mal weg hier. Ist er hier hinten irgendwo? Nee, da ist niemand. Ist hier in der Seite niemand? Nee, da ist auch keiner. Ist hier. Es ist zumindest noch keiner ganz nah bei mir. Du bist immer noch ein Ehrenmann, lieber Teddy. Du chillst da vorne einfach rum. Hier ist niemand, hier ist niemand, da ist auch niemand. Hier ist niemand, da ist niemand. Hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand. Wo?
Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wo sind die denn alle? Hä? Was soll denn diese Maske jetzt? Ach, du Scheiße! Mann! Ich hasse dieses Spiel!